Willkommen zurück zu Ahead in Time. Bevor wir jetzt mit Deathwish weitermachen, vor allem mit 10 Seconds Until Destruction, würde ich sagen, da wir ja so viele Rift-Tokens besitzen, wieso... What are you doing? Ja, was wir jetzt tun, wieso tun wir nicht einfach alle ausgeben für ein paar Boni? Und zwar direkt hier vorne in der Haupt-Area kann man die nämlich ausgeben. Ja, 3 für ein Geschenk. Also, soweit ich weiß, geht's eigentlich auch mit einem, aber egal, ich hasse Geschenke. Ah ja! Und dann suchen wir ein paar coole Sachen. Ich möchte keine Farbe, bitte. Das sieht cool aus. Sci-Fi Remix für Subcon. Okay, machen wir direkt weiter. Bisschen Gambling, yeah, yeah. Nur, dass ich kein Echtgeld ausgebe. Oh, das ist rare. Der Blutmond. Ja, ich habe zwar hier eine coole Farbe, aber dennoch möchte ich mir anschauen, was wir hier so alles haben. Wieso wird das jetzt nicht? Blutmond. Wie kann ich das ausmachen? Okay, komisch. Ja, das sind die Farben für Blutmond. Ist ganz nett, aber nicht so meins. Ah, und das ist der Grund, warum ich es überhaupt gemacht habe. Denn bei Zugsause gibt es nämlich einen Remix, den man normalerweise bei Deathwish die ganze Zeit hören sollte. Ja. Ja, komm, ich nehme jetzt einfach mal die Farbe. Die wird die ganze Zeit angezeigt. Hier. Bitteschön. Ist das gleiche wie dieses grün-gelbe, nur ist es halt jetzt blau-gelb. Ja, toll. Grün-gelb ist immer noch beste. Was haben wir hier? Mafia-Boss-Remix. Oh, das hätte man da auch hören sollen. Ah, das ist doof. Naja, den Sound könnt ihr euch kostenlos auf YouTube anhören. Also googelt's einfach. Wasser-Zeitriss. Ja, das werden wir auch wahrscheinlich niemals hören. Obwohl, weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen doof. Farbe! Kapitän der See. Wie sieht das aus? Ja, schwarz-weiß halt. Wahrscheinlich vom DLC her. Oh, nur noch rote. Nur noch seltene Sachen. Und zwar eine neue Einwohnermaske, die so Blut verschmiert. Ja, nee, soll nur so aussehen. Ganz nett. Ich hasse Geschenke. Nein, ich hasse keine Geschenke. Ich will noch mehr. Neue Farbe. Die Witwe! Komplett schwarz, von dann mit der Maske. Gruselig, ey. Gruselig. Zaubererhut! Zeitlupenhut, ah! Wie das aussieht. Ich finde die Goggles lustig. Die gefallen mir. Wow, wie viele wir haben, ne? Wir können immer noch weitermachen. Der große Appetit. Das ist eine coole Farbe. Nom nom. Pink! Niedlich und gefährlich. Oh mein Gott! Hat sogar blonde Haare. Oh mein Gott, das ist pink! Das ist ganz nett. Vielleicht behalte ich das sogar. Ammonitas Hut? Eishut. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz muschelig aus. Keine Ahnung. Nicht genügend Tokens. Ja, keine Ahnung, ob wir jetzt alles haben. Aber auf jeden Fall jetzt das meiste von den Rift Tokens her. Und selbst wenn es noch welche fehlen, holen wir das auf jeden Fall bald mal nach. So, und jetzt seht ihr meine Attempts mit Zugsause, die ich jetzt mache. Und so. Ja. Hä? Wo ist das hin? Oder ist das weg, sobald man es einmal eingesammelt hat? Das Level ist komplett anders. Ah? Das ist das normale Level. Wieso hat er mich jetzt in das normale Level reingepackt? Nochmal zurück?
Oh, ich bin durch, ich hab's. So viele Versuche waren es gar nicht mal. Aber wie gesagt, das war jetzt nur alle Tokens bekommen. Jetzt muss ich das ganze Level nochmal machen, no Hits und ohne Abilities. Als ob One Hits oder halt nur ohne Abilities nicht schon genug wären, verbinden sie beides zusammen. In einem Level. Höh! Was zum... Oh, okay, cooler Bug. Hm? Oh, what the hell? Hä? Hä? Und ich versuche vor allem am Anfang sehr, sehr viel zu speeden, mich zu beeilen. Nicht nur, weil ich es kann und weil es Zeit spart, sondern auch, damit ich mich ein bisschen mehr entspannen kann bei der letzten Phase, wo ich gerade war. Dass du gesehen hast, wo ich gerade war. Ja, das stream ich jetzt heute so lange, bis ich es geschafft habe. Kann also sein, dass das Stream halt eine halbe Stunde geht. Kann sein, dass da auch 5 Stunden geht. Ich mach's heute durch. Ist mir egal, wie lange es dauert. Nein, 5 Stunden wird es niemals dauern. Ich denke, ich werde in einer Stunde oder so fertig sein. Das ist meine Vermutung. Und danach entweder wir zocken noch weiterhin Alan Prime oder wir zocken was anderes. Zum Beispiel Lego wieder. Oder FNAF. Mal schauen. Ist geschrieben, ich guck gleich. Und ja, der finale Run wird dann ins Video reingeschnitten. Also immer schon kommentieren, damit das ins Video kommt. Oh mein Gott. Ja gut, Michael braucht hat's nicht nötig, erst oder so in meinen Videos. Einfach nur indem er Michael ist. Ey! Okay, letzte Fassade. Fassade. Okay, okay. Ich hab's! Ich bin durch! Alter, ich bin durch! Das hat gar nicht mehr so lange gedauert! Hä? Ich hab's geschafft! Oh, you made it! Ey, ich hab's geschafft! Michael, du warst hier! Ich stream 15 Minuten, damit ich's schaffe, wo ich vorher eine Stunde lang offscreen gestruggelt hab. Let's go! Let's go! No Jumps Challenge. Sammle irgendein Zeitstück, also schaff irgendein Level, ohne zu springen. Und da google ich jetzt ganz kurz, weil das habe ich noch nicht vorbereitet. Da google ich jetzt ganz kurz, welche Level dafür geeignet sind. Okay, ich versuche erstmal das erste Level. Stimmt, jetzt kann ich auch das hier wieder wegtun. Mach ich den Kompass einfach rein oder so. Okay, das erste Level befindet sich hier oben. Da soll man wohl No-Jump schaffen können. Hier, Stadt der Mafias. So, am besten ist es tatsächlich, den Eishut zu benutzen. Hä? Achso, ich habe A gedrückt. Ich wollte mit A wegskippen. Das geht so nicht. Ja, wiederholen. Naja, mit dem Eishut kann man nämlich Jumps machen. Und das zählt dann nicht als Jump. Nur bei dem Eishut, da springt sie kurz in die Luft, bevor sie dann die Schaffattacke macht. Weil ich zeig's mal kurz. Hier. Sie springt immer ganz kurz. Hopp, hopp, hopp. Und das zählt nicht als Jump. Muss hier hoch. Kamera. Ja, da muss ich sagen, das Schlechteste an dem Spiel ist wirklich die Kamera. Achso, ich hab's geskippt. Also, das war schon der richtige Weg, wo ich lang war, aber ich hätte erstmal da lang gemusst.
Hi. Okay, das geht. Hi. Okay. Hier. Skip. Mist. Warte. Boing, boing. No jumping here allowed. Ich denke nicht. Das muss auch so gehen. Ah, ich sollte hier hoch. Okay. Follow me, Rebel Squad. Okay. Mist, wie komme ich hier wieder weg? Ich darf nicht springen. Alter, was? Das ist ja eine Todesfalle. Wenn du da einmal drauf gehst, dann kannst du nicht mehr weg ohne... Also, du musst springen. Boah, das ist böse. Hä? Hm? Meine Controls sind komisch irgendwie. Hä? Hä? Ich kann nichts machen. Ich drück meine Knöpfe und es funktioniert nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Ja, toll. Was war das denn für ein Glitch? Wow, okay, dann skippe ich halt diese blöde Cutscene nicht. Aus irgendeinem Grund hat das mal komplett meine Steuerung kaputt gemacht. Ja, aber wie ihr seht, ich muss 4 Level schaffen. Und eins von den 4 Leveln muss das normale Zugsause sein. Das kann auch das andere Zugsause sein, was ich gerade gemacht habe, aber das muss ja nicht sein. Ich kann auch die normale Version machen. Jetzt geht's wieder. Ja, es liegt wirklich daran, an den Cutscenes. Die darf man nicht skippen. Ja. So, jetzt aufpassen. Okay. Das ist noch in Ordnung. Das ist nicht mehr in Ordnung. Ich bin jetzt tot. Nicht nur, weil die Kamera mir nicht zeigt, sondern weil ich auch nicht rauskomme, ohne zu springen. Außer, ich kann hier an die Seite. Okay, das funktioniert, auch wenn die Kamera es mir nicht zeigt. Schön. Toll. Danke, Kamera. Du bist echt das Beste hier im Spiel. Nicht. So. Kann ich einfach hochklettern? Please. Wo ist sie überhaupt? Da ist sie. See ya. Den Jump schaffe ich doch nicht, oder? Ah doch, das schaffe ich. So, Katzen. Der haben wir der Mafia. Vergiss, wie süß das Level ist. So, und jetzt. Thank you, jetzt sind wir durch. Das erste Level haben wir geschafft. Ohne Sprünge. Yay! Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache Zugsause als letztes. Ganz ehrlich. Post-Service. Da müssen wir eigentlich nur an bestimmte Orte hinkommen und dann mit den NPCs reden. Das war's eigentlich. Glaube ich. So. Und Post. Abfeuern. Genau. Es gab ja bestimmte Leute, die Post wollten. Der da vorne will Post. Wir müssen jetzt alle finden. Ja. Bonk. Bonk. Leider habe ich schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, das Level. Deshalb weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer alles was haben wollte. Oh Gott! Ah, ich brauche gar nicht springen. Cool. Braucht man das ganze Level eigentlich springen? Das ist deshalb so einfach? Okay.
Wollte ich mal, du musst. Das ist ein gutes Spiel, kann man auch zusammenspielen tatsächlich. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wen habe ich hier übersehen? Da hinten! Oh Gott. Warte mal. Wo stehe ich eigentlich gerade? Na gut, er hat auf jeden Fall eins gewollt. Ist ja schon für die Spinnen. Da, ich sehe ihn! Hä? Wie habe ich den vorhin übersehen? Hä? Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein easy Level. Ohne Jumps. Nur so einen Preis abholen. Jetzt springen! Das war so dumm. Komm, ja. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Mit der Challenge. So, und zwar ist das Level einfach, ja, super basic. Ich will mal hier den Anhänger wegmachen. Ja, das Level ist super basic. Ja, ich muss mich einfach nur oft genug von den Leuten fotografieren lassen oder sehen lassen und das war's. Eigentlich auch ein mega einfaches Level. Auch so ein vergessenes Level, worüber niemand redet. Ich glaube, mit einem Eis komme ich da hoch, oder? Ja. Yeah. Moin. Cameraman. Yay. Wo komme ich denn da? Das ist eine Wolle. Hab ich nie gesammelt. Ich meine, die brauchen wir auch nicht alle im Spiel. Ja, und da ist das Problem. Das ist das Hindernis des Levels. Wenn ich diese Dinger berühre, muss ich abspringen. Ich kann keine andere Taste benutzen, um da wegzukommen. Oh. Wo muss ich noch hin? Du hast ein Foto für mich. Hier oben ist noch eins. Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe nichts. Danke, Kamera. Für nichts und wieder nichts. Okay, cool. Hallo. Schaut mich alle an. So. Dann ist noch ein Kameradude. Fotografier mich. Thank you. Ja. Bing, bing. Puh, aufpassen, hier sind viele von den Dingern. Da wollen wir auf keinen Fall reingeraten. Und oha, wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich glaube, wenn ich Deathbed Studio dafür durch habe, dann muss ich auf jeden Fall mal mein Geld ausgeben. Noch mehr Geld. Weil ich ja noch nicht genug habe. Okay. Oh, hi there. Hallo, wo muss ich hin? Da drüben muss ich hin. Aber das Spiel checkt nicht, wie schwer. Ah, ich bin schon durch. Also, ich muss es gar nicht machen. Ja, man sieht, es ist eine mega einfache Challenge. Also, ja. Das war's auch schon. Du musst nicht mal alles machen. Guck einfach nur ein bisschen um. Lass dich ein bisschen fotografieren. Das war's einfach schon. That's it. So, und jetzt kommt Zugsause. Oh nein. Okay. Rein in das Level, was wir heute mit dem Stream heute angefangen haben. Zugsause. Aber der normale Modus, nicht hart. Nicht auf hart, das ist normal. Zugsause. Okay, da bin ich mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Mit No Jumps. Ich stelle es mir gar nicht mal so schwer vor, actually. Jetzt. Die Musik ist aber cool. Nur noch der Remix. Gott. Muss auf jeden Fall aufpassen. Da kommen Kanonenkugeln auf mich zu. Was soll ich denn da machen? Auf die Uhr, danke. Das ist wirklich so viel einfacher als die Deathwish-Variante. Ja, hat so viel Zeit auch. Man braucht die ganzen Uhren gar nicht. Also klar, wenn man schlecht ist, okay, aber eigentlich braucht man es nicht. Okay, das will ich jetzt springen. Gut zu wissen.
Das ja auch nicht. Gut zu wissen. Springwitz zählt in diesem Spiel wirklich nur als drück den A-Knopf, um Luft zu bekommen. Um einen Pint zu gewinnen. Junge, ohne Feuer hier, diese ganze Passage ist ja mega einfach. Ist einfach einfacher. Vielleicht nicht mega einfach. Wie mache ich denn den Jump? Den verstehe ich nicht. Hör, ich habe einen Checkpoint hier. Okay. Weil der Challenge wird noch nicht weggekreuzt, also scheinbar zählt das noch. Nee. Ja, so kann man es machen, okay. Aber dann komme ich auch nicht mal weiter. Nein! Oh, ich kann das skippen. Da! Nein! Ich muss schnell genug drücken. Nein! Doch nicht. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Jetzt habe ich es geschafft. Yes. Gott. Okay. Oh Gott, was habe ich getan? Nichts habe ich getan. Ich brauche die Zeit. Bro. Okay. Ob ich es noch schaffe? Oh, jetzt wird es richtig knapp. Vor allem, weil die letzte Stelle hier echt schwer ist. Auch auf Normal, wie ihr sehen könnt. Immer noch Enemy Spamming. Wie war das hier? Ach, da war so ein Ding oben. Wait. Ich habe mir gedacht, selbst wenn ich jetzt weitergehe, ich habe keine Zeit mehr. Das können wir einfach durchskippen. Basically. So muss man es machen. Ha. Aha! Aua. Jetzt habe ich es eigentlich doch. Ich meine, das hier ist viel, viel einfacher jetzt. Oh Gott, man sprintet halt so weit. Okay, aua. Jetzt wird's knapp. Okay, geschafft. Das sollte jetzt zählen. Ja, bin durch. Vorsichtig drücken. Nicht aussehen. Springen. Yay! Yippie! Yay! Das war der Film heute. War doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Was kriegen wir dafür? Belohnung. Hä? Nostalgieanstecker. Alles ist besser, wenn es schlechter ist. Wait. LOL. Wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie das nach dem Stream dann aussehen wird, aber das ist so wie lustig. Warte. Das jetzt in Kombination mit Retro Kid. Super Hat Kid 64. Yay. Das ist mega lustig. Yeah. Yeah.